Das hat sich auch gelohnt, vor allem für eine Besucherin. Dagmar Rohrbacher aus Karlsruhe durfte in einem Mercedes 250 SE Cabrio Baujahr 1965 mitfahren. Die Ausfahrt hatte sie vergangene Woche bei Badenradio gewonnen. Es war herrlich. Wir haben einen ganz tollen Fahrer gehabt. Wir haben ein wunderschönes Fahrzeug und wir sind nach Baden-Baden und dann ins Rebland, dann nachher rückwärts wieder über Rheinmünster hierher. Es war eine fantastische Fahrt.